Hallo und herzlich willkommen zurück bei Scam und auf meinem Kanal. Ich bin die Em und freue mich sehr, dass ihr reingeschaltet habt. Wundert euch nicht, ich habe hier so einen kleinen Ventilator stehen, deswegen weht das so ein bisschen. So, heute möchte ich euch zeigen, wie das auch der Titel schon preisgibt, wie man eine improvisierte Shotgun macht. Ich habe hier schon alle Zutaten liegen, werde ein ganz bisschen was dazu sagen, auch wie meine Meinung dazu ist, falls jemanden interessiert. Naja, sonst hättet ihr auch nicht eingeschaltet. Okay, also los geht's. Ich habe hier liegen einmal kurz zur Seite. So, einmal Bolzen, einmal ein 30 von 30 grünes Klebeband und zwei Stücke Metall und meine Woodlocks. Einen braucht man dazu, aber mehrere habe ich hier liegen. So, ich habe auch Shotgun-Patronen gleich zum Laden. Los geht's. Das dauert eine Weile. Wie es, also natürlich nicht wirklich Echtzeit, so lange wie im echten Leben, aber äquivalent. So. Hier ist sie. Ja, so sieht die dann aus. Hat nur einen Schuss. Ich habe gerade eben schon ein Video mit ihr gedreht und wurde dann von vier Zombies umringt. Und ich muss wirklich sagen, dann hat man ein Problem. Also, wenn man mit einem Schuss trifft, in den Kopf oder so, ist sie gut. Wenn man es mit mehreren zu tun hat, ist sie nicht so gut. Problematisch, also ich meine, immerhin kann man sie so laden. Also er lädt die Patrone, wenn man auf R drückt, direkt nach. Das Problem ist, wenn man getroffen wird von dem Zombie, wenn der einen schlägt und man getroffen wird, bricht der Ladevorgang ab. Und wenn dann so zwei, drei hinter einem her sind, hat man nicht so viel Chancen. Da lohnen sich andere Sachen mehr. Aber bevor man gar nichts hat, ist das gar nicht so schlecht, finde ich. Besser als nichts, sagen wir mal so. Ne? Aber man muss wirklich gut treffen. Ja, ich habe jetzt auch hier in der Nähe kein Ziel. Diese letzte Aktion jetzt, die ich euch jetzt nicht zeigen werde, das hat mir schon gereicht. Ich kann die am Ende einmal so ein bisschen einblenden. Aber das war wirklich problematisch. Ich musste dann auf die MP5 zurückgreifen. Ja, das war es im Prinzip. Ja, mehr habe ich nicht dazu zu sagen. Persönlich finde ich, lohnt es sich ein bisschen mehr, irgendwo in einen leichten Bunker einzusteigen und sich da auszurüsten. Aber man kann mal ein bisschen damit rumspielen und rumprobieren. Dafür ist es ganz lustig. Ne? Gut, ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss. Ja. Keine Angst, ganz ruhig. Okay, einmal getroffen. Nee, wieder daneben. Tja. Das kann eine Weile dauern. Man muss auch jedes Mal, wenn man getroffen wird, neu laden. Hat er jetzt geladen? Ja, okay. Also, ihr seht, die machen nicht so viel Schaden. Jetzt wird das ein bisschen viel, glaube ich. Scheiße. Ich stelle mich jetzt bestimmt auch richtig blöd an. Nee, 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 nee. Nee, das geht nicht. Ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Das taugt nichts. Nee, so. Ich nehme einmal ganz kurz meine MP5. Also ich weiß nicht, ob das wirklich irgendwas bringt. Ehrlich gesagt.